Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zum dritten Teil der mehrteiligen Drum-Tutorial-Reihe Mastering the Hurter. Los geht's! In dieser mehrteiligen Drum-Tutorial-Reihe geht es um eine rhythmische Figur, die in erster Linie unter dem Begriff Hurter bekannt ist. Im ersten Teil ging es um die Grundlagen, die Definition und ich habe erste Vorübungen für ein besseres Verständnis des Hurters gezeigt. Im zweiten Teil habe ich den Three-Note-Hurter in der rhythmischen Umgebung der Achteltriolen mit verschiedenen Übungen demonstriert. In diesem Tutorial werde ich den Rhythmus des Three-Note-Hurters mit 16-Noten und 32-Noten kombinieren. Im Laufe der Reihe werde ich den Hurter in weitere Subdivisions transferieren, verschiedene Akzente und Flams anbauen und den Hurter am Set orchestrieren. Die notierten Übungen zu meinen Videos findet ihr im Übrigen auf www.deinschlagzeuglehrer.de. Der Link zu meiner Seite steht in der Beschreibung dieses Videos. Alle Abonnentinnen und Abonnenten von deinschlagzeuglehrer.de haben kostenlosen Zugang zu allen Noten und zu allen Videos. Alle anderen finden gegen ein kleines Entgelt die Noten auf meiner Homepage im Shop-Bereich. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, was ein Hurter überhaupt ist. Der Hurter ist ein sogenanntes Hybrid-Rudiment aus der Familie der Single-Stroke-Rolls. Ein Hurter sind zwei aufeinanderfolgende, schnell gespielte Single-Strokes gleicher Notenlänge, gefolgt von genau um die Hälfte langsamer gespielter Single-Strokes ebenfalls gleicher Notenlänge. In diesem Video geht es, wie bereits erwähnt, darum, den Three-Note-Hurter mit 16-Noten und daraus resultierenden 32-Noten zu spielen. Durch die Kombination der Three-Note-Hurter mit binären Rhythmen ergeben sich interessante Dreierverschiebungen. Die Grundlage sind in unserem Fall die 16-Noten. 16-Noten sind vier gleichmäßig gespielte Noten auf einen Pulsschlag, sprich auf eine Viertelnote gesehen. 16-Noten zähle ich 1E und D, 2E und D, 3E und D, 4E und D. Hier ein Beispiel zur Verdeutlichung. Meine Bassdrum läuft in Viertelnoten, während meine Hände rechts und links abwechselnd 16-Noten spielen. Das klingt dann wie folgt. Da wir es auch mit 32-Noten zu tun bekommen werden, habe ich als Vorübung einen Viervierteltakt mit 16-Noten, gefolgt von einem mit 32-Noten notiert. 32-Noten haben keine eigene Zählweise, wir zählen also durchgehend die 16-Noten 1e und d, 2e und d, 3e und d, 4e und d, auch wenn wir die 32-Noten spielen, jedoch kommt dann auf eine Zählweise zwei Schläge, denn 32-Noten sind genau doppelt so schnell wie 16-Noten. Ich spiele die Vorübung in Tempo 60 vor. In den folgenden Übungen kommen nun immer zwei Takte vor. Der erste Takt ist der Takt, den ich als Basistakt bezeichne. Das ist der Takt, in dem durchgehende 16-Noten gespielt werden. Der zweite Takt ist dann der Takt, in dem rhythmisch oder technisch etwas anderes geschieht. Beschäftigen wir uns jetzt mit der Vorübung zur ersten Hurter-Figur, Hurter-Variante A. Um die erste Figur des Hurter rhythmisch vorzubereiten, werden wir uns zunächst mit einem Dreierverschieber auseinandersetzen müssen. Wenn wir den Hurter mit 16-Noten spielen, dann ergibt sich eine Dreierverschiebung. Wir haben dann immer drei 16-Noten, die zusammengehören. Dadurch gibt sich eine rhythmische Verschiebung. Wir bekommen eine 3 über 4 Figur. Diese Verschiebung seht ihr nun eingeblendet. Geklatscht klingt dieser Rhythmus wie folgt. 1E und D, 2E und D, 3E und D, 4E und D, 1E und D, 2E und D, 3E und D. 4E und D,
Bewusst habe ich den Dreierverschieber nur für die rechte Hand notiert. Später werdet ihr noch sehen, warum. Lass uns nun mal gemeinsam den Basistakt spielen. Das sind 16. Noten rechts und links abwechselnd geschlagen. Und im Anschluss daran nur mit der rechten Hand die Figur des Dreierverschiebers zunächst in Tempo 60. Ich zähle einen Viervierteltakt vorweg. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. Das gleiche in Tempo 90. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. Und in Tempo 120. Eine und die zwei und die drei und die vier und. Die Überschrift für die nächsten Übungen heißt Dreierverschieber plus Stickings. Die erste Übung, also Römisch 1, ist eigentlich wieder das gleiche wie der vorherige Dreierverschieber, nur dass ich die rechte Hand mit Doppelschlägen spiele. Das heißt, nach der eigentlichen rhythmischen Verschiebung folgt noch ein weiterer rechter Schlag. Das hat damit zu tun, dass beim Hörter die rechte Hand exakt mit diesem Pattern geschlagen wird. Der erste Takt ist wieder unser Basistakt. Wir schlagen also wieder 16. Noten rechts und links abwechselnd. Und dann kommt der zweite Takt mit der Dreierverschiebung zunächst wieder in Tempo 60. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. Das gleiche in Tempo 90. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. In Tempo 120. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. Bei Römisch 2 wird die rechte Hand exakt genauso gespielt wie bei Römisch 1, nur diese eine 16. Lücke zwischen den rechten Schlägen, die durch das rhythmische Pattern der rechten Hand entsteht, wird nun von der linken Hand da eingefügt. Der erste Takt ist wieder unser gewöhnlicher Basistakt, 16 Noten rechts und links abwechselnd gespielt und dann folgt der zweite Takt mit dem Handsatz rechts, rechts, links als 16. Noten gespielt. Wir starten wieder in Tempo 60. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die.
Tempo 90. In Tempo 120. Jetzt sind wir gut vorbereitet, um die erste Hörterfigur zu spielen. Hörter A. Bei der ersten Hörterfigur starten wir mit dem Hörter auf dem ersten Downbeat, also auf der Zählzeit 1. Dort begegnen uns dann 32. Noten, gefolgt von 2/16. Noten. Der Hörter startet dann immer auf den Zählzeiten, die wir eben mit den Vorübungen vorbereitet haben. Der Handsatz der rechten Hand von Römisch 1 und Römisch 2 bleibt auch beim Hörter bestehen. Auch der Einschlag mit der linken Hand bei Römisch 2 ist beim Hörter identisch, nur zwischen den zwei rechten Schlägen. Da kommt noch ein zusätzlicher linker Schlag dazwischen und das ist dann unsere Hörterfigur. Der erste Takt, den wir spielen, ist wieder unser Basistakt und in dem zweiten Takt folgt dann die Hörterfigur wie gewohnt zunächst in Tempo 60. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. Tempo 90. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. Tempo 120. Kommen wir zu Hörter Variante B. Hier gehen wir genauso vor wie bei Hörter Variante A. Zunächst spielen wir wieder einen Dreiverschieber nur mit der rechten Hand. Hintergrund ist der, dass wir nun die Hörterfigur um 2/16 Noten nach hinten verschieben. Wir beginnen also nicht auf der Zählzeit 1 mit dem Hörter, sondern auf der Zählzeit 1 und. Dadurch verschiebt sich die komplette Hörterfigur anders durch den Viervierteltakt, als das bei Variante A der Fall ist. Ich klatsche diese Dreierverschiebung einmal vor. Eine und die, zwei E und die, drei E und die, vier E und die, eine und die, zwei E und die, drei E und die, vier E und die, eine und die, zwei E und die, drei E und die, vier E und die, eine und die, zwei E und die, drei E und die, vier E und die, eine und die, zwei E und die, drei E und die, vier E und die. Um diese drei Verschiebungen zu trainieren, machen wir erst eine kleine Übung. Der erste Takt dieser Übung ist wieder unser Basistakt und in dem zweiten Takt starten wir die Dreierverschiebung auf der Zählzeit 1. Und alles natürlich nur gespielt mit der rechten Hand bei dem Dreierverschieber. Los geht's in Tempo 60. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die.
in Tempo 90. In Tempo 120. Wir gehen jetzt vor wie bei Variante A. Römisch 1 zeigt den Basistakt mit dem durchgehenden 16 Noten rechts und links abwechselnd geschlagen. Der zweite Takt ist der Dreierverschieber, allerdings mit Doppelschlägen in der rechten Hand. Spielt mit mir gemeinsam in Tempo 60. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. In Tempo 90. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. In Tempo 120. Bei Römisch 2 füllen wir die 16. Notenlücken wieder mit der linken Hand auf. Die einzige Ausnahme ist die Zählzeit 1. Dort schlagen wir die rechte Hand. Der Grund dafür liegt in dem rhythmischen Pattern des Hörter. Römisch 2 in Tempo 60. Auf geht's. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. In Tempo 90. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. In Tempo 120. Nun sind wir für die Hörter-Variante B bereit. Die Figur des Hörters startet erstmalig hier wie angekündigt auf der Zählzeit 1 und verschiebt sich dann so, wie wir es vorab geübt haben. Wir beginnen wieder mit dem Basistakt und dann folgt Hörter-Variante B zuerst in Tempo 60. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die.
in Tempo 90. Eine und zwei und drei und vier und... In Tempo 120. Eine und zwei und drei und vier und... Und schon sind wir bei Hörter Variante C. Wir gehen natürlich genauso vor wie auch schon bei Hörter Variante A und Hörter Variante B. Das bedeutet, wir kümmern uns erst einmal um den Rhythmus des Dreierverschiebers. Die Hörterfigur in Variante C beginnt auf der Zählzeit 1e, also auf der zweiten 16. Note des Viervierteltaktes. Notiert seht ihr den Rhythmus im zweiten Takt. Ich klatsche euch den Rhythmus einmal vor. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. In der eingeblendeten Übung sind wieder zwei Takte. Der erste Takt ist der Basistakt und wie ihr schon wisst, ist der zweite Takt der Dreiverschieber nur mit der rechten Hand gespielt. Wir beginnen in Tempo 60. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. In Tempo 90. Eine und zwei und drei und vier und... In Tempo 120. Römisch 1 ist auch schon wie bei den Varianten A und B der Rhythmus des Dreiverschiebers, nur eben mit Doppelschlägen in der rechten Hand. Wie gehabt, erst einmal in Tempo 60. 1 und 2 und 3 und 4 und... In Tempo 90. 1 und 2 und 3 und 4 und... In Tempo 120.
Bei Römisch 2 ist das Sticking im zweiten Takt links, rechts, rechts. Die linke Hand füllt wieder die 16. Notenlücken aus. Ab geht's in Tempo 60. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. In Tempo 90. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. Tempo 120. Nachdem wir nun alle Vorübungen absolviert haben, können wir Hörter Variante C spielen. Der erste Takt wird, wie gehabt, abwechselnd rechts und links geschlagen. Im zweiten Takt starten wir dann auf 1E mit der Hörter-Figur. Bitte beachte, dass der erste Schlag des zweiten Taktes mit der linken Hand beginnt. Wir starten mit Tempo 60. Eine und die, zwei E und die, drei E und die, vier E und die. Hörter Variante C in Tempo 90. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. In Tempo 120. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. Ich habe euch auch noch ein alternatives Sticking aufgeschrieben zu Variante C. Der einzige Unterschied von C zu C1 ist, dass ihr in dem zweiten Takt nicht mit der linken Hand beginnt, sondern mit der rechten Hand. Auch das spiele ich euch einmal in Tempo 60 vor. Eine und die, zwei und die, drei und die, vier und die. Variante C1 in Tempo 90. Eine und die zwei und die drei und die vier und die. Variante C1 in Tempo 120. Eine und die zwei und die drei und die
Nun habe ich noch ein paar Übetipps für euch. Tipp 1. Beginnt alle diese Übungen auch handtechnisch umgekehrt und tauscht so den Handsatz rechte Hand gegen linke Hand aus. Das verschafft euch mehr spielerische Freiheit. Tipp 2. Bislang haben wir alle Übungen zweitaktig in einem Viervierteltakt gespielt. Der erste Takt war immer unser Basistakt. Im zweiten Takt kam dann der Hörter. Ich empfehle euch auch, alles halbtaktig zu spielen. Das bedeutet, dass die erste Takthälfte des Viervierteltaktes unsere Basis ist. In der zweiten Hälfte, ab der Zählzeit 3, folgt dann der Hörter. Zum besseren Verständnis seht ihr das beispielhaft an Übung A eingeblendet. Im PDF zu diesem Video, welches ihr auf meiner Seite www.deinschlagzeuglehrer.de findet, habe ich alle drei Übungen halbtaktisch notiert. Damit dieses Video aber nicht zu lange dauert, spiele ich nur mal Übung A als Beispiel in Tempo 90 vor. Tipp 3. Nachdem ihr alles auch Halbtaktik gespielt habt, spielt den Wechsel der Basis zum Hörter auf jeden Pulsschlag des Taktes. Konkret bedeutet das, dass ihr zu jeder Viertelnote hin wechselt. Das seht ihr anhand von Übung A eingeblendet. Auch hier gilt, dass ihr alle weiteren Übungen in dem PDF-Dokument zu diesem Video ebenfalls so aufgeschrieben vorfindet. Damit ihr aber auch hört, wie das klingt, lasst es mich noch einmal für euch in Tempo 90 vorspielen. Das war jetzt ganz schön viel Stoff für ein Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und Durchhalten. Solltest du Fragen haben, so schreib mir eine E-Mail an timo@deinschlagzeuglehrer.de oder hinterlass doch bitte einen Kommentar unter diesem Video. Bitte vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Du findest mich ebenfalls unter meinem Namen Timo Ickenroth auf Instagram und auf Facebook. Im vierten Teil der Trump-Tutorial-Reihe, Mastering the Hörter, werde ich die Figur des Hörter mit Flams verzieren. Dabei entstehen neue Hybrid-Rudiments. Schalte also bitte wieder ein. Ich freue mich auf dich. Bleib bis dahin gesund und munter. Mach's gut. Dein Timo. Ciao.